So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Das letzte Mal haben wir Nebenmissionen gemacht und dabei die hier freigeschaltet, die wir jetzt auch gleich angehen werden. Bruder und Schwester, das betrifft natürlich Sidon und Sidon. Los geht's. Interessant, dass die so viele Zusatzmissionen bekommen. Ich meine, eigentlich hat man ja jetzt ja schon diese Zora-Doppelmission, die ja eigentlich auch schon so eine Kombinationsmission von den beiden war. Jetzt bekommen die nochmal eine extra Kombinationsmission. Vielleicht die anderen dann auch noch irgendwann. Gut möglich. Gut möglich. Aber jetzt erstmal diese Mission. Kein Krog, habe ich nachgeguckt. Auf geht's. Oh, es ist die Map. Wahrscheinlich erstmal alle drei Vorposten einnehmen, oder was? Natürlich. Okay, Sidon. Ja, du bist ja direkt bei einem Vorposten. Dann geh da gleich mal hin. Ja, komm. Oh, das ist ja, da ist ja eine riesige. Hä, wie komme ich denn da? Ach so. Ich wollte gerade sagen, das ist eine riesige Horde an Monstern, aber das ist sehr gut. Weil wenn da eine riesige Horde an Monstern ist, heißt das, mein A wird bis dahin komplett aufgeladen. Bruder, das ist ja insane, was hier los ist. Aua, 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 oh mein Gottes Willen. Alter! Seid ihr noch ganz sauber? Also die geben leider nicht so viel Aufladung bei dem A scheinbar. Okay, jetzt kann man rein. Moin. So, hier, ab dafür. Ich darf nicht verlieren. Das sind schon ganz schön viele, ne? Aua. Jetzt langsam mal den ersten. Jawollo. Das war Nummer 2. Und dann ist nur noch einer übrig. Auch du machst jetzt einen Abflug. Holy moly. Okay, Mipha, jetzt kannst du da runtergehen. Und Sidon. Dort, wo er gerade ist. Natürlich sind da zwei. Warum auch nicht? Und tschüss. Keine Gnade!
Tifa. Genau. Schwester. Verstanden Sie? Ah, sie ist sogar schon dort. Sehr schön. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Alter. Sehr schön. Schade. Ich bin bereit. Ab dafür. Das dürfte den Moblin jetzt mit wegzünden. Wow, der macht aber ganz schön Schaden. Ne? Aber ich auch. Schade. Ah, da fehlt nicht mehr viel. Da fehlt nicht mehr viel, habe ich gesagt. Yes! Mach dich weg. Nice. Gut gemacht, Mifa. Sehr schön. So. Ja, ja. Und wir verkaufen mal ein bisschen mehr. Was wieder Platz ist hier. Okay. Startwert 50. Okay. Da müssen wir gleich mal reingucken. Count hat zwar geschrieben, er versteht nicht, warum ich das mache mit diesem Waffenwechsel, aber ich glaube, das ist schon effizienter, wenn man eine Waffe wählt, die einen besseren Startwert hat, weil man die dann grundsätzlich ja höher bringen kann als die Waffe vorher. Also die Waffe hat dann ja auf dem gleichen Level einen höheren Angriffswert als die Waffe, die ich jetzt habe. Das dürfte schon einen Unterschied machen. Und deswegen vergleiche ich das ja immer. Achtung. Das war bei ihr hier. Na, sie hat jetzt Stufe 9 und Angriffswert 66. So. Wenn ich jetzt dieses hier hernehme und packt das hier drauf, dann geht es einfach nur ein bisschen EP. Kommt einfach nur ein bisschen EP dazu. Und wir sind dann bei immer noch Stufe 9, Angriffswert 66. Wenn ich jetzt aber wechsle, wetten, jetzt funktioniert es nicht, weil Vorführeffekt. Wenn ich jetzt aber hierhin wechsle und stattdessen Stufe 9, 66 auf den hier drauf packe, okay, in dem Fall, okay, ja, in dem Fall macht scheinbar nicht so viel aus, aber grundsätzlich ein bisschen mehr ist es schon, ne? Also wenn ihr euch das von den EP anguckt, insgesamt haben wir, glaube ich, dann schon ein bisschen mehr. In dem Fall war der Unterschied nicht sehr groß. Der Unterschied war nicht sehr groß, gebe ich zu, in dem Fall. Aber grundsätzlich schon. Aber trotzdem ist der Unterschied... Doch, der Unterschied ist trotzdem deutlicher. Weil vorhin wäre nur ein bisschen EP draufgekommen. Und so war es jetzt aber mehr. Das hat schon, man hat schon den Unterschied gemerkt. Nicht so deutlich, wie ich es gern gehabt hätte, aber es war ein Unterschied spürbar. So, okay.
damit auf geht's. Kampf gegen die Vergangenheit eigentlich, ne? Wir sind ja die Zukunft und kämpfen gegen die Vergangenheit offenbar jetzt. Okay, auf geht's. Also Rivali gegen... Oh nein, dann muss ich ja die aus der Zukunft spielen. Aber die sind alle blöd, bis auf Sidon. Oh nee, kann ich... Oh nee, ich hoffe, ich kann mit einem alles machen. Wen wähle ich denn am besten? Oh, die sind alle doof. Yonobo mag ich auch nicht mit seinem komischen Fleisch-Angriff-Dings. Am ehesten Sidon, am ehesten Sidon. Auf jeden Fall nicht Theba, aber wahrscheinlich sind die jetzt eh alle einzeln und man muss mit jedem kämpfen. Oh no. Naja, vielleicht meckere ich erst nachher. Wenn es wirklich doof wird. Und nicht schon vorher. Gut. Ja, das war klar, die sind alle getrennt voneinander. Ach, leck mich doch fett, ich muss mit jedem kämpfen. Na gut. Also vier Posten. Ja. Oh, da ist ja schon Mipha. In Ordnung. Alter Mipha, hör auf mit dem Scheiß. Du bist viel zu... Alter! Du bist viel zu klein. Ich kann dir überhaupt nicht ausweichen. Jo, wie winzig die ist im Vergleich zu Sidon. Was ist los? So klein ist doch nicht Mipha. Das ist doch ein Größen... Der Unterschied ist doch nicht real. Die standen doch schon nebeneinander in Sequenzen. Was ist das denn für ein Unterschied? Alter. Das passt ja überhaupt nicht. Was ein Unterschied von der Größe her. Lol. Geh Yonobo, weiter geht's. Oh Gott, ey, ich habe jetzt schon keinen Bock auf Theba, ne? Mach keinen Ärger! Ob ich das schaffe? Okay, das war's. Theba! Irgendwie ist hinter uns. Sicher! Immer drauf. Nimm das. Noch nicht. Aber steuern kann ich den Typ überhaupt nicht, ne? Also der zieht irgendwo hin. Keine Ahnung. Guckt euch das an! Ich komme auf den nicht klar. Mein Button-Mashen kann ich. Das ist ganz gut. Okay, das war's. Nehmt das! Weil jetzt sollte er so weit geschwächt sein, dass ich ihn jetzt im Schilder reindrücke. Oh, doch nicht. Schade. Nicht so schnell! Wie gefällt euch das? Lol. Lol, Alter. Ich kann überhaupt nichts, ne? Jetzt geh halt wieder runter. Wie hoch willst du noch? Wow. Wo ist er? Nehmt das!
Können wir jetzt... Um Himmels Willen... Wie gefällt euch das? Ganz toll. Alter, ich krieg's hin nicht hin, Revali in seine letzte Phase zu bekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Nicht so schnell. Wie gefällt euch das? Können wir jetzt endlich... Ja, mein Gott, danke. Es reicht nicht mal. Oh, leck. Aber wir haben gleich wieder die A-Attacke voll. Hier, Abflug jetzt. Mein Gott, ey. Ja, leider war es das noch nicht. Nicht so schnell! Wie gefällt euch das? Jetzt aber. Alter. Können wir es jetzt bitte beenden? Na, super. Na bitte. Mein Gott, ey. Das ist ungefähr genauso dumm zu steuern. Natürlich. Alter, ich... sind irgendwo hin, keine Ahnung, was ich tue. Aber ich treffe sie immerhin. Ich treffe sie deutlich besser als Revali. Das ist schon mal gut. Und die A-Attacke ist gleich voll. Aua. Nice. So. Jetzt hat Urbosa mal ihre eigene Elektrizität zu schmecken bekommen. Ich hoffe, es hat gemundet. Heieieiei. Das war das. Einmal die Vergangenheit verprügelt. Easy. Nie wieder. Okay. Okay. Okay, alles unnötiges Zeug. So, die Frage ist jetzt, kommen neue Missionen dazu oder bleibt jetzt nur noch die Schlussmission, also die vermutete Schlussmission? Kann ja sein, dass noch was danach kommt, aber es wirkt schon sehr finalig, was da als nächstes anstehen könnte. Nein! Oh, es ist ein Herz. Okay, es ist keine Mission. Es ist keine Mission. Es ist ein Herz. Schwachpunktanzeige nimmt schneller. Ja, bitte. Sehr genial. Sehr genial. Das heißt, die Gegner werden jetzt schneller bewegungsunfähig. Das ist eine stabile Änderung. Okay. Dann setze ich mal schnell mein Team zusammen. Weil das ist nicht mein Team. Ich möchte für alle nur das Beste. Wir werden es gewiss vollbringen. So ist es. Wo ist er denn? Da.
Ich werde meine Pflicht tun, wie es sich für einen König geziemt. Die zwei sind fest, ne? Die sind sowieso klar. Aber die zwei sind dann meine Zusatzkämpfer. So muss das. Gehen wir noch ganz kurz leveln. Haben wieder ein bisschen Kohle. Oh, wir können das Masterschwert vielleicht sogar auf 25 bringen. Haut es hin? Na. Na, es reicht noch nicht. Und oh, es ist so viel. 2000 alleine für das bisschen Leveln hier. Es ist schon kritisch. Aber was soll's. Ab dafür. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Oder ist es schon auf... Es ist auf 25, ne? Ah, dann muss ich jetzt erstmal wieder Höchststufe erhöhen. Wait a moment. Wieso kann ich nicht... Es ist doch 25 von 25. Ich dachte... Wenn ich da jetzt mehr reinpacke, dann passiert doch gar nichts mehr. Ich packe jetzt mal das Ding noch rein. Diese Waffe hat das Maximum erreicht. Ach so, hat es vorhin noch nicht. Kann ich jetzt erhöhen? Hä? Ich dachte, bis 30 geht's. Dann geht's doch nur bis 25. Haben wir es wirklich jetzt voll geschafft? Wäre ja stabil. Hätte ich nichts dagegen. Ich dachte, es ging bis 30. Okay, aber ist auch cool. Bin ich dabei. Dann kann ich jetzt aber gar nichts mehr hier, ne? Wieso kann man dann überhaupt jetzt noch? Ich meine, ist doch dann Quatsch. Also wieso kann man das jetzt noch machen? Es verändert ja nichts mehr. Okay. Mit Zelda kämpfen wir. Das heißt, da packen wir in den Bogen noch einfach alles rein, was wir kriegen können. Wir haben es jetzt ja auch schon gesehen, es kann manchmal passieren, dass man weiter levelt, als er eigentlich gedacht hat, ne? Oh, wait, Stufe 9 von... Ja, cool. Okay. Nee, es reicht noch nicht ganz bis 20. Es reicht noch nicht ganz bis 20. Schade. Aber okay. Vielleicht geht es ja besser. Vielleicht ist es ja jetzt eine stärkere... Ja. Er hat stärker gelevelt, aber leider nicht ganz so weit, wie ich dachte. Okay, aber das ist auch cool. Das haben wir mittlerweile auch mitbekommen, dass er manchmal mehr levelt. So, Mipha hatten wir noch drin. Oh ja, Mipha ist auch hier. Die kann auch nochmal ordentlich zulegen. Sofern uns das Geld halt dafür reicht. Die ist auch fast, ne? Die ist fast bei 20. Yo! Diesmal hat es auch wieder richtig einen Schwung gegeben. Jetzt muss ich gucken, dass ich nur bis 20 hochlevel und nicht noch mehr reinpacke. Da ist es schon 20. Durch die wird schon 20. Und dann kommt nämlich schon was dazu. Dann kommt schon ein Effekt dazu. Angriffsreichweite plus 4%. Beutequote für Heil-Items. Schaden durch Spezialangriff plus... Ja, Spezialangriff nehmen wir mit rein. Nice. Und die kann ich jetzt aber erhöhen, ne? Ja, die kann ich jetzt erhöhen. Die Frage ist halt, werde ich irgendwann noch eine stärkere Lichtschuppenlanze bekommen, aber... Scheiß drauf. Mm-hmm.
Ab dafür. Dann können wir jetzt die restlichen Sachen auch noch da reinpacken. Level, aber wird es jetzt überhaupt bis 21 leveln? Naja, vielleicht, wenn ich Glück habe und es ist wieder so ein Zusatzeffekt dabei, ne? Dann vielleicht. Ne, ist normal gelevelt, okay. Na komm, dann hauen wir die auch noch rein. Was soll's. Vielleicht habe ich Glück und es geht über 21. Komm schon. Schade. Na gut. Gut, und dann haben wir noch König Roam. Ne, der hat gar nichts zum Kombinieren. Boah, dann sind wir vorbereitet, würde ich sagen. Dann sind wir top vorbereitet und gehen das nächste Mal ins Finale. Versiegelung der Verheerung. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich erst die richtigen Missionen spielen soll und dann nochmal die Cox in der Extra-Variante einsammle. Dass wir wirklich mal erst die Story machen. Ich glaube, so mache ich's. Ich überlege es mir noch, keine Garantie, ne? Aber irgendwie ist es halt nervig, während einer Mission erst Crocs zu sammeln. Naja, wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen erstmal an der Stelle. Und tschüss.